Beim Jubel hat man gehört, wir sind wieder da. Wie wichtig war dieser Sieg heute gegen den FC Bayern? Er zeigt, dass wir mithalten können gegen jede Mannschaft. Wir hatten jetzt auch ein richtiges Tief. Und wir haben immer an uns geglaubt und das hat man heute gesehen. Und deswegen schön, dass es Bayern München war und 3 Punkte. Es gibt nicht mehr wie 3 Punkte, aber die haben wir uns richtig verdient. Wir hatten in den entscheidenden Phasen hatten wir ein bisschen Glück. Machen früh das 1-0, das spielen uns natürlich in die Karten. So können wir uns dann tief stellen. Die Bayern haben wir anrennen lassen und haben wirklich über 90 Minuten brutal gut verteidigt, muss ich wirklich sagen. Wir wollen so schnell wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben, ist klar. Jetzt haben wir mal ein Loch gehabt von 4 Niederlagen in Folge. Und jetzt wieder mit dem Sieg schöpfen wir wieder neue Kraft in Heimspiel, Aschaffenburg. Ich denke mal, da ist auch was möglich. Uns fehlt allgemein ein bisschen die Entschlossenheit, da den letzten Tick da im 16er sich durchzuringen und dann das Tor zu machen. Ich denke, wir sind einfach zu brav noch ein bisschen und das müssen wir schleunigst abstellen. Also ich denke, dass wir heute uns trotz allem Chancen erspielt haben und ja, aber die dann nicht genützt haben oder vergeben haben oder der Torwart auch gut gehalten hat. Und ja, dann verlierst du so ein Spiel mit einer Torschance gegen dich. Da müssen wir uns in einer oder anderen Situation einfach cleverer verhalten. Wir lassen uns die Butter vom Brot nehmen. Das ist viel zu einfach. Also das kann nicht sein, dass ein Gegner uns mit solchen Mitteln schlägt. Mir ist vieles heute unangenehm aufgestoßen und deswegen, das muss ich erstmal mit mir selber abmachen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich für irgendwas entschuldigen müsste, aber das mache ich einfach mal nicht. Weil wir haben, ich denke mal, gegen einen Top-Favoriten der Liga hier haben wir die erste Niederlage zugefügt mit unseren Mitteln. Haben natürlich auch Glück gehabt, dass der Gegner die Chancen, die ja da waren, die auch hochkarätig waren, nicht genutzt hat. Haben es unserem Christian Behr auch zu verdanken, der mit 2, 3 Dollen beraten hat, uns den Vorsprung gesichert hat. Und hinten raus ja, haben sie ja nur noch hohe Bälle gespielt, die dann relativ gut zu verteidigen waren. Ja, für uns zählt ganz klar nur der Klassenerhalt. Wir sind letztes Jahr als 7. in diese Regionalliga dazugekommen, sind froh, dass wir drin sind, dürfen es genießen, gegen Bayern München 2 zu spielen. Hut ab vor der Truppe, wir fahren jetzt heim, werden irgendwo essen gehen und dann lassen wir es heute noch mal richtig krachen.